Zu den markantesten deutschen Elektrotriebfahrzeugen gehören die schweren Güterzugloks der Baureihe E91. Der hohe Wiedererkennungswert der ab 1925 von Krauss und Wasek gelieferten Loks ergibt sich durch zwei angetriebene Fahrzeugteile. Diese besitzen einen Winterthur-Schrägstangenantrieb und einen dazwischen gelagerten Mittelteil, das den Transformator aufnimmt. Von den zunächst 30 bestellten Fahrzeugen wurden 16 Maschinen an die Gruppenverwaltung Bayern abgeliefert, die übrigen 14 Exemplare gingen in das schlesische Netz. 1927 kam es zu einer Nachbestellung von 12 Loks, welche zusätzlich mit einer elektrischen Bremse und einem geänderten größeren Achsabstand ausgeführt wurden. Auch die drei Aufbauten unterschieden sich optisch stark von den zuvor gelieferten Maschinen. In den 1930er Jahren wurden die Lokomotiven neu verteilt, sodass sie auch von Stuttgart und Ulm aus eingesetzt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die in der DDR verbliebenen Fahrzeuge nicht mehr zum Einsatz. Die Bundesbahn hingegen modernisierte ihre 17 Exemplare und setzte sie als Baureihe 191 noch bis 1975 ein. Die markante Altbau-Elektrolokomotive überzeugt durch eine hervorragend eingefangene Optik, bei der Pico einmal mehr die Kompetenz zur Fertigung früher Elektrolokomotiven beweist. Das Modell überzeugt mit seiner realistisch wiedergegebenen Lackierung, akkurater Bedruckung und dem aufwendig rekonstruierten Stangenantrieb aus Metall. Das Pico-Modell verfügt über angesetzte Handstangen, Sandkästen, Batteriekästen, freistehende Lampen, Regenleitungen und Pufferbohlen. Weitere Details bietet sie mit Schlussscheibenbehältern, Heizungssteckern, Scheibenwischern, Ölbehältern, Pfeife und Siefer. Darüber hinaus sind die Faltenbälge fein graviert und frei beweglich zum Befahren engerer Radien. Die vorbildgetreuen Maschinenraumfenster gewähren Ein- und Durchblick in den realistischen Innenraum des Modells. Zusätzlich kann die Lok mit beigelegten Zurüstteilen optisch vollendet werden. Das insgesamt archaische Erscheinungsbild ist hervorragend getroffen und lässt die Kraftübertragung im Modell fast real nachempfinden. Der Antrieb des Pico-Modells erfolgt durch einen starken Motor mit Schwungmasse. Der Digitalbetrieb ist mittels PLUX22-Schnittstelle zur einfachen Nachrüstung vorbereitet. Eine weitere technische Raffinesse ist die digital schaltbare Beleuchtung der Führerstände und des Maschinenraumes. Die Pico H0 Expert Elektrolok der Baureihe 191 ist rundum gelungen. Die sauber verarbeitete, aufgeräumte Platine bietet ausreichend Platz für einen Lautsprecher. Der Sound wurde natürlich an Originalmaschinen unter realistischen Bedingungen aufgenommen und aufwendig von den Pico-Sound-Spezialisten aufbereitet. Pico liefert mit der Baureihe 191 ein weiteres Stück Eisenbahngeschichte in Serie. Nostalgiker der frühen elektrischen Traktion werden ihre pure Freude an dem Modell haben. Auch für Sammler ist das Modell attraktiv, als dass auch die grüne DB-Variante in keiner Sammlung fehlen darf. Die Lokomotive zeigt sich in vollem Detailumfang immer unter strenger Orientierung am Vorbild. Form, Farbgebung und Bedruckung ergänzen einander stimmig zu einem makellosen Modell. Dabei bleibt der Spielspaß keineswegs auf der Strecke. Ein ruhiger Lauf, gepaart mit diversen schaltbaren digitalen Funktionen, sorgt für fast grenzenlosen Spielspaß mit dem Pico-Modell. Für alle Bahnfreunde ist die Baureihe 191 ein absoluter Gewinn.